Ich grüße euch. Mein Name ist Dr. Emmett L. Brown. Für gewöhnlich ruft man mich Doc Brown. Ich bin Zeitreisender und einige von euch haben bereits von mir gehört, weil ein gewisser Robert Zemeckis eine Dokumentarbiografie mit dem Titel »Zurück in die Zukunft« über mich und mein Leben gedreht hat. Ich will mich nicht entschuldigen oder rechtfertigen, aber ich denke, mein Aussehen, mein Äußeres nach einem Unfall bei einer Zeitreise irritiert den einen oder anderen und bedarf einer Erläuterung. Um es kurz zu machen, ich bin zusammen mit einem gewissen Joker aus Gotham City wie gewöhnlich wegen der Inflation in die Vergangenheit gereist, um dort einige Einkäufe zu erledigen. Der Kofferraum war mit Treibstoff, Waffen, einigen Aktien, Wertpapieren und Obligationen, die eine positive Prognose erwarten ließen, und Lebensmittel gut gefüllt, und unsere Kalkulation für den Bremsweg für die Rückreise in die Zukunft in Gotham City war mehrfach überprüft worden. Allerdings sind wir dann doch beim Wiedereintritt in die Zukunft in das Batmobil eingeschlagen, das Batman gerade wie eine Pussy rückwärts vor der Wäscherei einparken wollte. Der Einschlag war so heftig, dass ich einen Blackout hatte. Als ich wieder aufwachte, spürte ich eine Wesensveränderung in mir. Joker ist seit dieser Zeit spurlos verschollen. Ich habe zeitweise schizophrene Schübe, bin Gruppensprecher in einer Selbsthilfegruppe für multiple Persönlichkeiten und irgendwas will aus mir heraus. Nun gut, ich will euch auch nicht langweilen, denn ich bin zurück aus der Zukunft, um euch ernsthaft zu warnen. Im Jahre 2024, manchmal auch im Jahr 2028, das ist in den Zeitlinien unterschiedlich, wird ein sogenanntes globales Ereignis den Kurs der Zukunft der Menschheit verändern. Die Welt wird Zeuge einer massiven Invasion von Außerirdischen sein. Tausende von projizierten holographischen außerirdischen Kriegsschiffen werden den Himmel überziehen und die Menschen in eine globale Panik versetzen. Als Ergebnis des daraus resultierenden menschlichen Chaos wird sofort eine machtbesessene, technokommunistische Clique die Gunst der Stunde nutzen und eine Weltregierung bilden. Weltweit wird das nationale Puppentheater im Zuge der Bewältigung der Krise ohne nennenswerten Widerstand entmachtet und als Handlanger und Kollaborateure der technokommunistischen Clique eingesetzt. Sobald dies geschieht, werden wir als Volk endgültig zur Versklavung verdammt sein. Ich war bereits in so vielen verschiedenen zukünftigen Zeitlinien, nie habe ich gekrümmtes Wasser gefunden, aber in jeder dieser zukünftigen Zeitlinien, in der es ein herrschendes Voodoo-Science-Alien-Narrativ gab oder eine Science-Fiction-Terror-Biologie, war die Bevölkerung hoffnungslos versklavt. Das Feuer für das Alien- und UFO-Science-Fiction-Narrativ konnte als Kopfkino vor allem deshalb so gut entfacht werden, weil der größte Teil der Bevölkerung sowie große Teile der sogenannten Aufgeklärten gutes, ja perfekt brennendes Stroh in ihren Köpfen haben und nicht mehr zwischen einer anhaltenden Propaganda und der Wirklichkeit unterscheiden können bzw. wollen. Diese naiven und infantilen Sklaven glauben, dass unsere Vorfahren ein Stein, dann ein Einzeller, mit Hilfe von Mutationen, dann ein Fisch, dann ein Affe und dann zu modernen Affen mutierten, der an einem großen Felsen mit Wasser klebt und mit mehr als 1 Million Kilometer pro Stunde durch den Weltraum rast. Diese modernen Affen werden in der Schule über die Schwelle der Leichtgläubigkeit geführt und dazu genötigt, den Schwachsinn vom Urknall und dem Uratom zu glauben, ohne dass die Wissenschaft den geringsten Beweis oder ein Stückchen Evidenz für die Behauptung ihres Dogmas vorzuweisen hat. Ich war in der Vergangenheit, als Orson Welles' Krieg der Welten 1938 im Radio ausgestrahlt wurde. Es wurde der amerikanischen Öffentlichkeit so realistisch dargestellt, dass Teile der Bevölkerung in Panik gerieten und verängstigte Bürger in Scharen anfingen, ihre Städte zu evakuieren. 1948 sprach ich mit dem Soziologen Paul Felix Lazarsfeld über moderne Propaganda. Er sagte, die Macht des Radios kann nur mit der Macht der Atombombe verglichen werden. Und heute sind die Massenmedien und die sozialen Medien noch sehr viel effektiver. 1523, etwa 4 Jahre vor seinem Tod, sprach ich mit Niccolò di Bernardo di Machiavelli. Er verriet mir unter 4 Augen, wer die Angst der Menschen kontrolliert, wird zum Meister ihrer Seelen. 1967 war ich zum Abendessen mit Jost Abraham Maurits Merlu verabredet. Er verriet mir, wer die Wörter und Sätze, die wir verwenden, diktiert und formuliert, wer die Presse und das Radio beherrscht, ist der Meister des Geistes.
1945 traf ich Albert Einstein. Zu meiner Verwunderung hatte er einen Fetisch für Frauenschuhe. Er sagte mir, die herrschende Klasse hat die Schulen und die Presse unter ihrer Fuchtel. Das ermöglicht es ihr, die Emotionen der Massen zu beeinflussen. Kurz vor seinem Tod besuchte ich im Juni 1977 Wernherr Magnus Maximilian Freiherr von Braun und bat aufrichtig um Entschuldigung, dass ich bei der Mondlandungs-TV-Fantasie doch im letzten Moment abgesprungen bin. Dr. Carol Rosin, die Sprecherin in ihrer Zeit bei Fairchild von Dr. Wernherr von Braun, war auch zugegen, als er in meinem Beisein zu ihr sagte: »Und denke daran, Carol, die letzte Karte ist die Alien-Karte. Wir werden weltraumgestützte Waffen gegen Außerirdische bauen müssen. Und das alles ist eine Lüge.« 1955 traf ich Carl Gustav Jung, der mir verriet: »Kein Baum, so heißt es, kann in den Himmel wachsen, wenn seine Wurzeln nicht in die Hölle reichen.« Ich interessierte mich immer für Pferderennen. Umso erfreuter war ich, als ich 1870 zufällig Charles Robert Darwin bei einem Pferderennen traf. Er war verärgert, weil er immer auf den falschen Gaul setzte. Er sprach mich an und wollte mein Geheimnis wissen, wieso ich so treffsicher immer auf das richtige Pferd setzen konnte. Ich konfrontierte ihn mit einem Zitat des atheistischen Autors und Philosophen Malcolm Muggeridge, der mir 1966 sagte: »Ich bin davon überzeugt, dass die Evolutionstheorie, besonders das Ausmaß, in dem sie angewendet wird, als einer der größten Witze in die Geschichtsbücher der Zukunft eingeht. Die Nachwelt wird sich wundern, wie eine so schwache und dubiose Hypothese so unglaublich leichtfertig akzeptiert werden konnte.« Darwin guckte mich verärgert, aber auch irgendwie erschrocken an, und ich ergänzte, dass ein 90-prozentiger Vogel zu 100% lebensunfähig sei, und wenn seine unsinnige Theorie in den Schulen als Wahrheit gelernt wird, dann werden irgendwann in der Zukunft Robert Fleischer, Dirk Pohlmann, Jo Konrad, Peter Denk und Nur Wieso den Alien- und UFO-Schwachsinn in den sozialen Medien verbreiten. Und eine hypnotisierte Bevölkerung wird leichtgläubig diese irrationale und infantile Befürchtung als Wahrheit akzeptieren. Irritiert und erbost wendete sich Darwin zu meinem Bedauern ab. Vielleicht werde ich in der Zukunft nochmal zu ihm in die Vergangenheit reisen, um ihm meinen Trick mit den Pferdewetten zu erläutern und ihm nochmals detailliert darlegen, wie sein Kartenhaus der Lüge, die Evolutionstheorie, noch um die Alien-Agenda aufgepimpt wird. Aber nun zu euch. Wollt ihr tatsächlich in Zukunft UFO-Lockdowns oder etwa Alien-Leugner, eine Weltregierung, die allein die Macht hat, euch vor einer fiktiven Bedrohung zu beschützen? Ich weiß, dass ihr sehr leichtgläubig seid. Ich habe das große C gesehen. Ich habe gesehen, dass ihr für den Schutz vor einem Husten bereit wart, eure Freiheit aufzugeben. Dass ihr nicht mehr einschätzen konntet, wie hoch die Bedrohung tatsächlich war, weil euch der Husten jeden Tag als tödliche, unsichtbare Bedrohung verkauft wurde. Wir leben auf dem Höhepunkt der Zeit in einer falschen Welt. Deshalb wird man gemieden, wenn man echt ist. Deshalb wird man, wenn man die Wahrheit sagt, verachtet und verbannt. Die Gesellschaft befindet sich am Wendepunkt, auf dem Höhepunkt der Illusion. Es erfordert ernsthaften Mut, jetzt echt zu sein. Ich muss es kurz machen. Wir können hier jede Sekunde auftauchen. Du wirst das nur schwer glauben können. Alles, was du denkst, über dein Leben zu wissen, ist nicht real. Ist nicht real. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Welche Wahrheit? Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Du weißt nicht was, aber es ist da, wie ein Splitter in deinem Kopf. Schlaf weiter, sieh fern, kaufe,
In den Ebenen dieses Systems werden wir ermutigt, das ist das positivste Wort, das ich dafür nutzen kann, vorgegebenen Arten des Denkens zuzustimmen. Edward Snowden schreibt am 13. Februar 2023 auf Twitter: Es sind keine Außerirdischen. Ich wünschte, es wären Außerirdische, aber es sind keine Außerirdischen. Es ist nur die alte künstliche Panik, ein attraktives Ärgernis, das dafür sorgt, dass Nachrichtenreporter damit beauftragt werden, Ballon-Bullshit zu untersuchen, anstatt Budgets oder Bombenanschläge à la Nord Stream. Bis zum nächsten Mal. Von Jahr zu Jahr nimmt die Wahrscheinlichkeit außerirdischen Lebens unserer Einschätzung nach zu. Immer mehr Wissenschaftler glauben, dass der Kontakt nicht mehr jenseits unserer Träume liegt, sondern ein Ereignis in der Geschichte der Menschheit ist, das womöglich innerhalb der Lebensdauer von vielen von uns auftreten wird. Auf dem Höhepunkt der Illusion. Und da laufen im Hintergrund gerade die, wie sagt man das, die, also es läuft ziemlich viel im Hintergrund, sagen wir mal so. Ich denke, ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass ich eine gewisse kleine bescheidene Rolle auch dabei spielen darf bislang. Und ich kann sagen, da tun sich gerade im Hintergrund jetzt das Who is Who der wichtigen Leute zusammen, um das Realität werden zu lassen. Auf dem Höhepunkt der Illusion. Geht sogar noch weiter. Es bedeutet, wenn ich Sie frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da draußen irgendwo eine Art Planeten gibt, der so aussieht wie die Erde, wo es ein Hamburg gibt, wo gerade Leute zusammensitzen, die sich über Gott und die Welt unterhalten. Ich meine, dass das nochmal irgendwie genauso passiert, ist natürlich extrem unwahrscheinlich. Aber wenn Sie sowas mit unendlich multiplizieren, dann wird jedem klar, das muss unendlich oft in einem unendlich großen Universum passieren. Das gibt's jetzt halten gerade Sie es, halten genau. Sie es für möglich, dass wir schon mal Besuch gehabt haben? Nun, mein Vorgänger liebte Präzision. Seine Matrix bestand nur aus pedantischen Fakten und Gleichungen. Er hasste den menschlichen Verstand. Also hat er sich nie die Mühe gemacht zu begreifen, dass dir Fakten scheißegal sind. Es geht nur um Fiktion. Die einzige Welt, die zählt, ist die hier drinnen. Und ihr Leute glaubt den verrücktesten Scheiß. Sie müssen etwas Elementares begreifen. Die Leute glauben nicht, was sie sehen. Sie sehen, was sie glauben. Auf dem Höhepunkt der Illusion. Diese Methoden werden zu einer Weltreligion führen. Und die Methoden, ich habe sie hier beschrieben, ist es, schreibt er in dem Buch ganz genau, dass man die herrschende Klasse, also die Banker an vorderster Front, sogenannte Bürgerbewegungen startet und nicht Regierungsorganisationen, das wird noch nicht wörtlich genannt, aber... Wir versuchen dieses Thema ja auf die höchste Ebene der Politik zu bringen, also zu den Vereinten Nationen. Und wir haben es also geschafft, dass die Regierung von San Marino jetzt ernsthaft erwägt, dass sie bei der UNO vorschlägt, eine jährliche UFO-Konferenz in San Marino stattfinden zu lassen unter Schirmherrschaft der UNO. Auf dem Höhepunkt der Illusion. Alle Reptiloide als böse zu bezeichnen, weil es ist genauso wenig, wie jeder Mensch böse ist oder jeder Weiße böse ist oder jeder Hesse böse ist. Und man muss, es gibt natürlich Verbrecher in Hessen, aber es gibt auch viele nette und gute Leute. Und so ist es bei den Reptiloiden auch. Es ist natürlich schon so, dass im Endeffekt die Alpha-Draconia, sind Reptiloide. Ja, wenn man wissen will, wie die aussehen, dann muss man sich den Film Jupiter Scanning anschauen. Da sind sie sehr gut dargestellt, etwa 3 Meter groß. Aber auch die Klingonen in Star Trek sind in den neuesten Staffeln wie Discovery schon sehr, sehr lebensecht dargestellt. Das sind im Endeffekt auch vom ganzen Gehabe her und wie sie sich darstellen, sind das wie die Klingonen. Also man hat bei Star Trek durchaus auf reale Vorbilder zurückgegriffen. Auf dem Höhepunkt der Illusion. Ich habe mit einem gesprochen, mit einem führenden Wissenschaftler in diesem Feld, der gesagt hat, das ist gerade derart politisch, dass es sehr schwer da ist, noch an dem eigentlichen Phänomen dran zu bleiben. Aber genau das werden wir eruieren, denn so wie es für mich aussieht, stellen die USA jetzt hier gerade langfristig die Weichen für eine neue, völlig neue Entwicklung, die in Richtung UFOs geht. Und ob uns diese Richtung gefällt, das müssen wir uns erstmal genau angucken. Deswegen also bleibt dran, im weiteren Verlauf der Sendung werden wir
über das Ganze dahinter, darüber, darunter ausführlich reden. Auf dem Höhepunkt der Illusion. Vor 1500 Jahren wusste jeder Mensch, dass die Erde das Zentrum des Universums ist. Vor 500 Jahren wusste jeder, dass die Erde flach ist. Und seit 15 Minuten weißt du nun, dass die Menschen nicht alleine auf diesem Planeten sind. Dann stell dir mal vor, was du wohl morgen wissen wirst. Das ist eigentlich Science-Fiction in Realgröße, ja, anfassbar, absolut, fast für, ja, uns. Ja. Selbst wenn nur 10% davon wahr wäre. Wäre immer noch eine gute Story. Und plötzlich scheint es so, als würde die Propaganda für diese wichtige Arbeit im Weltraum des US-Militärs, als würde das unverzichtbar sein. Auf dem Höhepunkt der Illusion. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Speziell der Dirk Bohlen, natürlich auch der Robert Fleischer und auch der andere Rückers, aber jetzt speziell. Er vertritt politisch das Ziel der Machtelite. Er verwendet die Methoden der Machtelite und trägt deren beiden großen Themen nach außen. Aliens und Klimakatastrophe. Das, was Sie sagen, das geht ja nur deswegen, also so, das ist der Erfolg, weil die Chinesen das einfach von oben runter diktieren. Das ist ja Ökodiktatur. Nein, doch. Das ist, die sagen, so wird's gemacht. Ein planwirtschaftliches Element. Wir hatten. Aber kommen wir um eine Ökodiktatur rum? Nein. Ich muss mir diese zwei Stunden gar nicht anschauen. Die meisten drunter haben gesagt, ich habe da 40 Minuten ausgeschaltet, weil viele haben das gesagt, weil es gar nicht zu ertragen war. Eine Lüge nach der anderen. Auf dem Höhepunkt der Illusion. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, die haben uns sehr lange im Griff gehabt. Wie ich's in der Form, wie ich es vorhin gesagt habe. Aber das ist jetzt vorbei. Und von daher ist die Welt jetzt nicht mehr in der Hand. Also so, wie gesagt, das Ganze ist dann, hört nicht bei der Dreidimensionalität auf. Die gehorchen dann auch wieder anderen Herren, um es mal so zu sagen. Das hört da nicht auf bei der Alien-Geschichte. Ja? Aber da müssen wir uns jetzt keinen großen Kopf machen. Und so einem zu begegnen, war auch vorher schon fast ausgeschlossen. Die Aktivierung des Kollektivbewusstseins ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben, die man versuchen kann. Weil den Leuten größtenteils nicht bewusst ist, wie sehr ihr Denken von stillschweigenden Regeln bestimmt und als gegebene, angenommene Vorstellungen vorbestimmt wird, die, weil sie als selbstverständliche Wahrheit erscheinen, die Ideologie unsichtbar machen. Eine wirklich uneingeschränkte intellektuelle Debatte fühlt sich bedrohlich an, weil sie danach strebt, aus diesem kognitiven Käfig auszubrechen. Schlimmer noch, dieser Käfig ist so heimtückisch, dass er sogar diejenigen beeinflusst, die sich bereits außerhalb des Mainstreams befinden. Die Weltraummedizin, ein spannender neuer Zweig der Wissenschaften, speziell geschaffen für Astronauten, am lebensfeindlichsten Arbeitsplatz der Welt. Und sie hat auch eine modische Komponente, wie man hier sehen kann. Was es mit dieser Kappe auf sich hat, erfahren Sie jetzt bei Welt im Wandel TV. Man sagt, dass Fernsehen dein Gehirn verrotten lässt. Absurd. Fernsehen weicht dein Gehirn nur ein, so wie eine reif gewordene Banane. All the way. Wir haben Hulu erschaffen. Hulu beamt TV direkt in deinen PC. Damit du mehr von all diesen stumpfsinnigen Shows sehen darfst, die du dir so gerne reinziehst. Ja, der erste Kontakt mit einer außerirdischen Intelligenz wäre das wichtigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte, kann man so sagen. Ja. Ohne Zweifel, ja. He would bring up that last card and remember. Und denk dran, Carol. Die letzte Karte ist die Alien-Karte. Wir werden weltraumgestützte Waffen gegen Außerirdische bauen müssen. Und das alles ist eine Lüge. Werner von Braun, 1977, zitiert von Carol Rosin. In ihrer Zeit bei Fairchild diente Rosin als Sprecherin von Dr. Werner von Braun. Bei einem kurzen Vergleich, eine Gegenüberstellung der charakteristischen Eigenschaft und Wesensmerkmale, scheine die Außerirdischen wie ein religiöses Plagiat der Engel zu sein. Seht selbst, sowohl die Außerirdischen als auch die Engel. Sie sind nicht von hier. Sie sind intelligenter als Menschen. Sie können fliegen. Sie besitzen mächtige Waffen. Sie kommunizieren telepathisch. Sie hatten möglicherweise etwas mit der Erschaffung und Entwicklung der Menschheit zu tun. Sie besuchen die Erde von Zeit zu Zeit. Es ist zu überprüfen, ob es sich um eine moderne Priesterklasse, Schilds, oder abgehalfterte, ehemalige öffentlich-rechtliche Klatschaffen handelt,
die nun als nützliche Idioten die UFO- und Alien-Agenda der Geheimdienste rausrotzen. Hallo, mein Name ist Naomi Madison L. Brown. Für gewöhnlich ruft man mich Doc Brown. Ich bin Zeitreisende. Vielleicht kennt ihr meinen Vater. Ein gewisser Robert Zemeckis drehte einst eine Dokumentarbiografie mit dem Titel Zurück in die Zukunft über ihn und sein Leben. Ich erhielt soeben eine Kurznachricht von ihm aus der Zukunft, aus dem Jahre 2028. Er beklagt sich, dass seine Warnung nicht ernst genommen wird und dass ich ihn am 1. April 2030 abholen soll. Das sei der erste Tag nach einem 666 Tage anhaltenden UFO- und Alien-Lockdown, den eine technokommunistische Clique als Weltregierung ausgerufen hatte. Ich solle genügend Benzin mitbringen, weil es in seiner Zeitlinie keine Tankstellen mehr gibt, in der Treibstoff vergeben wird, sobald man sich in seinem Sozialkreditsystem nicht eindeutig zum Machtanspruch der technokommunistischen Clique als Weltregierung bekennt. UFO-Sichtungen 1934, 1943, 1955, 1964, 1972, 1980, 1997, 2001, 2012, 2013. Alle Beobachtungen wurden mit diesem Teleskop gemacht. Auf dem Höhepunkt der Illusion. Wenn ich uns jetzt so zuhöre, Wir reden hier über Außerirdische und Flüge zum Mars und zum Mond und hin und her. Das ist eigentlich Science-Fiction in Realgröße, anfassbar fast für uns. Ja. Selbst wenn nur 10% davon wahr wäre. Wäre immer noch eine gute Story. Auf dem Höhepunkt der Illusion. Warum glauben Sie, ist Truman nie in der Lage gewesen, die wahre Natur seiner Welt zu erkennen? Wir akzeptieren die Realität, so wie sie uns präsentiert wird. So einfach ist es. Wir grüßen das Hauptquartier der Sternenflotte und übermitteln Ihnen wie gewünscht die Daten unseres Computerlogbuchs. Auf dem Höhepunkt der Illusion.